Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Proteste gegen AfD-Parteitag in Hannover. Vor dem Veranstaltungsort löste die Polizei mehrere Straßenblockaden von Gegnern der Partei auf. Die AfD will heute unter anderem eine neue Parteispitze wählen. Ermittlungen nach Bombenalarm in Potsdam. Die Polizei sucht den Absender des Pakets, das Nägel und einen Böller enthielt. Brandenburgs Innenminister Schröter sagte, man werde auch prüfen, ob in anderen Bundesländern schon einmal Vergleichbares entdeckt worden sei. US-Senat stimmt Plänen für Steuerreform zu. Sie soll vor allem Unternehmen entlasten und so die Wirtschaft ankurbeln. Das Steuerpaket gehört zu den wichtigsten Projekten von US-Präsident Trump. Russland-Affäre in den USA. Laut Medienberichten soll Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Trump, eine treibende Kraft hinter den Moskau-Kontakten des früheren Sicherheitsberaters Flynn gewesen sein. Der hatte sich gestern schuldig bekannt, das FBI belogen zu haben. Torloses Remis im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga. Nach dem 0:0 gegen den HSV bleibt Freiburg auf dem Relegationsplatz direkt hinter den Hamburgern. Das Wetter. Heute zum Teil starke Bewölkung und gebietsweise Sonnenschein, nur vereinzelt Niederschlag. An der Nordsee am Nachmittag etwas Regen. -2 bis +6 Grad.